Oh, da kommt einer. Kommt einer. Tag. Hallo. Das sieht hier interessant aus. Ist es doch. Ja? Ja. Was ist denn hinter dem Zaun? Eine historische Westernstadt. Nee. Doch. Und Sie gehören dazu? Auch. Und nehmen uns vielleicht mit rein? Da muss ich erst den Chef fragen. Ach, bitte. Kein Problem. Es wird immer kälter in Berlin-Spandau und der Chef lässt sich Zeit. Oh, die Tür geht auf. Jetzt schnell. Wir sind in einem Cowboy-Verein gelandet, mitten im Wilden Westen. Wir sind vom ZDF. Mein Name ist Henning. Hallo. Hallo, und Sie sind? Mein privater Name ist Ralf Keber. Und so hier, wenn ich die Tore hier, oder wenn ich den Grundstück betrete, bin ich im Jack Hunter. Hier ist Old Texas Town, ein Stückchen weiter draußen ist Spandau. Also zwei Identitäten? Es vermischt sich zwar immer mehr, dass eben viele sprechen mich bloß noch mit Jack an. Und so, ja, bei meiner Frau kommt schon vor, dass sie eben nicht mehr Ralf sagt, sondern eben Jack sagt. Dass Jack jetzt hier ist, purer Zufall, denn eigentlich hat die Stadt Winterpause. Ja, wir malern. Man sieht ja aus, hier, ich bin hier ein bisschen farbbekleckert und zurzeit wird gerade der Saloon gemalert. Wie heißt denn die Stadt? Die Stadt heißt Old Texas Town. Auch Truckstop, eine der bekanntesten deutschen Country-Gruppen, hat uns ein Lied gewidmet. Old Texas Town, die Westernstadt, liegt mitten in Berlin. Old Texas Town, die Westernstadt, liegt mitten in Berlin. Jetzt will sich Jack aber erst einmal für uns umziehen, denn er ist hier der Bürgermeister. Seit er vor einigen Jahren seinen Job als Vermessungsingenieur verloren hat, verbringt er viel Zeit hier. Ist mal Geld übrig, fließt es in die Kostüme. Meine Herren, das sieht ja toll aus. Jack, Sir. Herzlich willkommen. Danke sehr. Ja, hier sind jetzt so unsere, die Uniformen. Einmal in Grau für die Konföderierten. Und einmal in Blau für die Union. Na, so eine Jacke kostet im Schnitt 200 Euro. Und die komplette Uniform, was kostet die ungefähr? Na, wenn man alles hat über Hut und Gürtel und Koppelschloss und Stiefel und alles um die 1000 Euro. 1000 Euro? Ja. Jetzt geht es aber in das Herzstück der Stadt, den Saloon. Hier überwacht Bürgermeister Jack einige Mitbürger, die den ungeheizten, kalten Saloon in der Winterpause renovieren. In der Sommersaison öffnet die Westernstadt ab und zu die Tore für die Öffentlichkeit. Dann muss alles in Schuss sein. Uns muss man hier vergleichen wie Modelleisenbahnbauer. Bloß wir bauen hier eine Westernstadt im Maßstab 1:1. Manchmal vermietet Jack seine Stadt auch für Betriebsfeste für 1500 Euro am Tag. Dann packen die 33 Mitglieder des Vereins ihre Kostüme aus und spielen für die Gäste die Zeit um 1870 nach. Jack, hier in Weiß, und seine Frau Karin im blauen Kleid haben sogar die Tänze dieser Zeit einstudiert. Die Liebe zum Wilden Westen verbindet das Ehepaar seit Jahrzehnten. Mit dieser ganzen Amerika-Geschichte, wir hatten damit angefangen. Ja, da waren unsere Kinder noch sehr klein, da sind sie noch in die Grundschule gegangen. Und da sind wir dann schon zu solchen Western-Treffen oder Country-Festen gefahren. Die Jungs haben geguckt, auch da sind schöne bunte Trucks oder da war dann eine Vorführung mit Indianern oder Cowboys oder dann haben eben auch Leute so getanzt. Und dass es jetzt so ausartet und so geworden ist, ja, das ist nun mal halt so. Wenn man davon einmal infiziert wurde, jedenfalls so geht es mir, dann kann man so schlecht da nicht mehr loslassen. Stolz führt uns Jack durch seine Stadt. Sie ist keine Kulisse, alle Gebäude sind echt. Selbst gebaut. Sogar der Ofen im Blockhaus ist voll funktionsfähig. Es sieht aus, als wären die Siedler erst gestern ausgezogen. Die hatten nur ein Zimmer und wenn die Indianerangriff kam, wurden so ja noch Tiere, sprich Pferde oder so, mit hier reingeholt. Das war eng. Das war dann eng, aber kuschelig. Die Großstadt Berlin scheint weit weg. Jack und seine Vereinsfreunde haben alle ein zweites Leben hier in der Westernstadt. Ehefrau Karin leitet das Indianermuseum, wenn ihr Job als Lehrerin das erlaubt. Ja, das ist jetzt sozusagen das Reich meiner Frau. Ein Familienunternehmen. Die Familie ist sowieso das Einzige, was mit Jacks Cowboy-Leben konkurrieren kann. Das Wichtigste in meinem Leben? Ja. Ja, da gibt es ja viele Dinge. Schon. Zum Beispiel die Heirat vor über 30 Jahren, dann die Geburt meiner Kinder,
habe zwei erwachsene Söhne, die leben jetzt aber leider auch weit weg. Sind deine Söhne auch Cowboys geworden? Nein, der eine ist Bürokaufmann, der ist in einem großen Unternehmen beschäftigt. Und mein kleiner Sohn, der zwar einen Kopf größer ist als ich, aber der ist Möbeltischler und der arbeitet in einer Schreinerei im Südschwarzwald. Wenn du jetzt nicht arbeitest, wie hältst du dich denn über Wasser? Ja, ich habe eben, über Wasser halten ist schon das richtige Wort, aber meine Frau verdient eben ein bisschen mehr Geld, als nötig ist, um das sogenannte Hartz IV zu beantragen und somit, genau. Du kriegst wahrscheinlich auch Jobangebote, so wie du aussiehst beim Film, oder? Ja, ich mache ab und zu so ein Casting mit und mache dann mal so kleine Rollen in solchen Filmen, da spiele ich dann auch mit, ja. Jede Woche schaut Jack 8 Western an, um zu kontrollieren, was noch fehlt. Das Gefängnis ist perfekt. Die Gitterstäbe waren ein Geschenk der JVA in Tegel. Da waren also auch wirklich mal richtig schwere Jungs hinter. Bald wird sein größter Traum wahr. Jack, der seit 10 Jahren ein nachgebautes Südstaatendorf regiert, fliegt zum ersten Mal in die echten Südstaaten. Ja, da freue ich mich schon drauf und da werde ich sicherlich wieder einige Ideen, Impressionen mit hierher nehmen. Ist das wirklich authentisch? Das ist so authentisch. Man kann gerne mal das Bett probieren. Doch nun möchte Jack endlich sein schönes Gefängnis vorführen. Naja, eigentlich ganz gemütlich. Also kann man nicht meckern. Auch hier ist natürlich alles voll funktionstüchtig. So, und wenn man jetzt den Schlüssel abbricht, den habe ich zwar selbst geschmiedet. Geht das richtig zu? Und jetzt ist es richtig zu. So, und tschüss. Wir kommen so in 2 Wochen mal wieder vorbeischauen. Und tschüss.